Yo Leute, was geht? Mein Name ist Classic und ja, heute mal das erste Commentary im Stehen. Ja, ich stehe gerade vor meinem, also an meinem Fensterbrett, schaue hier gerade raus, hier fährt gerade so ein Van vorbei. Von irgendeiner Schreinerei oder was ist das? Tobias, sonst was? Naja, keine Ahnung. Weil, ja, ich habe mal irgendwo gehört, die Stimme hört sich besser an, wenn du im Stehen redest oder so, die ganzen Synchronsprecher oder so. Keine Ahnung, reden glaube ich auch alle im Stehen und dachten mir, hey, ja klar, warum machst du es nicht? Vielleicht hört sich ja deine Stimme echt nicht mehr so verkackt an wie im Sitzen. Und ja, warum nicht? Ist mal was anderes und ja, keine Ahnung. Ja, heute habe ich wieder eine Real-Life-Story dabei. Die ist passiert. Heute ist Mittwoch, sie ist passiert am Samstag, also letzten Samstag. Und ja, ich war bei einem Kumpel. Ja, wir haben bei dem gechillt halt so, dann kam noch ein anderer Kumpel, dann haben wir gefragt, hey, wie sieht's aus, kannst du vielleicht noch eine Flasche Wodka und ein bisschen O-Saft mitnehmen? Ja, okay, klar, geht klar, haben wir ihm dann, also hat er es mitgenommen, haben wir ihm das Geld gegeben, oder haben wir ihm 5 Euro gegeben, 10 Euro hat's gekostet, und ja, dann haben wir halt ein bisschen was getrunken bei ihm, und dann waren wir so eine Stunde, eineinhalb noch bei ihm, wir drei, und haben dann noch ein bisschen gechillt, bisschen was getrunken, ich glaube, bisschen Blazy haben wir gespielt, bisschen Fernsehen geschaut, keine Ahnung, halt einfach nur rumgechillt, abgehangen, bisschen gelabert, alles mögliche, und ja, dann so haben wir gesagt, ja, wann fahren wir denn los, langsam mal auf die Party, ja, war, glaube ich, 9:30 ungefähr, also 21:30, haben wir gesagt, ja, okay, lass mal losfahren jetzt, sind wir losgefahren, ganz gechillt. Und dann, ja, ich musste halt noch zur Sparkasse, weil ich dem Typen erstens noch einen Fünfer geben müsste, also den Kumpel, für den Wodka, den er uns gekauft hat. Und dann musste ich auch noch, boah, jetzt muss ich rülpsen, glaube ich, nee, oder? Nee, muss ich nicht, gut, aber fast. Dann, ja, müssten wir noch zur Sparkasse, sind natürlich an der Sparkasse schön vorbeigefahren, wie soll es denn auch anders sein? Dann merken wir, oh fuck, wir hätten ja zur Sparkasse müssen, ach egal, gehen wir in dem anderen Ort, zur Sparkasse und... Ja, es wäre noch eine Sparkasse in dem Ort gewesen, wo wir gerade durchgefahren sind, aber dann dachten wir, ach egal, da drüben in dem nächsten gibt's, also da wo wir hin wollten, da gibt's ja auch noch eine Sparkasse, lass doch einfach dahin fahren. Und dann sind wir halt weitergefahren und dann gehen wir in die Sparkasse. Natürlich, was ist, der Automat ist kaputt und es gibt natürlich nur einen Automat. Wie soll's denn auch anders sein? Ich schätze, ihr kennt das alle, ihr braucht Geld und der scheiß Automat ist kaputt, immer so. Ja, dann sind wir erstmal 5 Kilometer weiter gefahren in den nächsten Ort, sind dann da in die Sparkasse, hab dann da meine 40 Euro geholt, hab eben das Geld noch für den Wodka gegeben, und mein Kumpel noch, ein Zehner, und also fürs Trinken, dass er sich was kaufen konnte, weil der hatte kein Geld mehr, dann habe ich gesagt, ja, ich gebe dir schon was. Und dann sind wir weitergefahren, dann sind wir zu dieser Party hin und ja, ich hatte mir den Wodka O noch in diese O-Flasche noch fertig reingefüllt, das was wir noch übrig hatten, es hat dann eigentlich nur noch nach O-Saft geschmeckt, aber naja, war ganz in Ordnung. Ich habe diesen O-Saft, sag ich mal, getrunken und da waren natürlich auch total viele Freunde von uns da, auch mein Bruder und so auch ein paar Kumpels und dann sind wir da, also waren wir da. Und, ja, ihr merkt schon wieder, ich habe so einen Und-Drall irgendwie, keine Ahnung warum, aber ist ja egal. Dann waren wir eben da und, oh verdammt, scheiße, sorry. Ja, dann haben wir halt da noch ein bisschen, das Krasse war, da gab es einen Dönerstand, das war jetzt nicht so eine große Party, da gab es einen Dönerstand, fand ich richtig geil. Dann haben wir uns halt da noch so ein paar Getränke geholt, die erste Runde habe ich gezahlt, dann hat noch ein Kumpel was gezahlt, keine Ahnung, auf einmal hatte ich noch ein Bier in der Hand und dann, naja, haben wir halt schon ein bisschen was getrunken, würde ich mal sagen. Wir waren ganz gut dabei. Und ja, dann, meine Ex war auch da und dann habe ich gesagt, ja, so, ja, ich penne bei dir, okay? Ja, okay. Und dann ist sie gefahren. Ich so, nee, ich penne doch nicht bei dir. Hab jetzt gerade keinen Bock. Will noch hier bleiben. Ja, okay. Dann ist ein Kumpel, also wir sind dann rausgegangen in Richtung Dönerstand da und dann ist er da gestanden und dann war irgendein Bekannter oder so von ihm da und so, hey, komm, wir nehmen mich mit nach Hause, dir geht's nicht so gut und dann ich so, ja, klar, ich fahr doch auch mit, warum denn nicht, steig ich doch ein in das schicke Auto, war irgendwie so ein X5 oder irgend so ein Audi, so ein in die Richtung und dachte mir, ja, klar, steig ich doch ein, fahr ich doch mit zu meinem Kumpel. Und ich so, ja, kann ich bei dir pennen? Oh nee, geht echt nicht. Und am nächsten Tag hat er dann übrigens gesagt, ach so, ja, du hättest schon bei mir pennen können. War ganz lustig. Und dann, ja, okay, dann steigt er bei Edeka aus. Haben sie mich bei Edeka rausgeworfen und dachte ich mir, wenn ich da jetzt wieder zurückgehe, das sind dann doch so 500, oder? Ja, ist ein knapper Kilometer schon, würde ich sagen. Ist ziemlich weit. Nee.
Okay, meine Ex angeschrieben, hey ho, kannst du mich holen? Nee, bla bla, bin schon im Bett. Bla, pipapo. Ich so, ja, komm, hol mich doch. Dann habe ich gesagt, ich bin schon von dem einen Dorf ins andere gelaufen. Und ich dachte mir, es klingt so dramatisch. Also, ja, ich bin extra wegen ihr jetzt dahin gelaufen. Hab's dann auch gesagt, dass ich nicht so weit gelaufen bin. Bla bla bla. Und ja, dann hat sie gesagt, ja, okay, ich hol dich. Also mit ihrem Roller. Und dann bin ich ihr entgegengegangen. Und ich dachte die ganze Zeit so, oh, 100 Pro, dich überfährt jetzt dann jemand. Und ich hatte zwar so Handylicht an. Und dann dachte ich mir, nimmst doch mal diesen scheiß Straßenpfosten. Ich schätze, ihr kennt die, diese, dass man halt die Straße sieht, dass wenn man halt drauf läuft mit den Scheinwerfern, dann weiß man halt, wo man hinfahren muss, nicht, dass man in den Graben fährt oder so. Sag mir, ja, okay, nehmen den mal und tun ihr unseren Arm. Rausgerissen, unseren Arm. Bin mit dem scheiß Ding, ich weiß nicht, ob ihr das vorstellen könnt, unter dem linken Arm, bin halt auf der rechten Straßenseite gelaufen und bin in Richtung da, wo sie wohnt. Ja, es wird scheißkalt, es war so kalt, es hat. So Schneeregen oder so war das ganz ätzend. Da habe ich meine Kapuze so zugemacht und dann komplett angezogen und so, dass ich nur noch raussehen kann. Also ich habe dann auch zugehalten, so dass nur meine Augen sozusagen noch rausgeschaut haben. Also ich sah dann ungefähr so aus wie Kenny, kann man sagen. Und bin dann da weitergegangen, dann wurde es mir mit diesen scheiß Pfosten zu behindern, hab den dann wieder in so einen Acker reingeworfen und dann dachte ich mir, oh, wann kommt die endlich, wann kommt die endlich? Mir war so kalt, mir war so kalt. Und wann ist sie endlich gekommen und dann. Hat sich gerade umgedreht, ich habe halt den Helm dann aufgesetzt, also ist natürlich wichtig. Hab den Helm dann aufgesetzt, dann sind wir losgefahren und boah, es war so kalt. Also das Auto ist angehalten, hat so, hey, ist alles in Ordnung? Und ich meine, ich war halt ganz gut dabei. Ich so, ja, alles in Ordnung. Und dann sind wir nach Hause zu ihr gefahren und ich habe die ganze Fahrt, ohne Scheiß, das sind zwischen 5 und 10 Kilometer, sage ich jetzt ungefähr mal so, die ganze Fahrt meine Füße auf dem Boden gestriffen, so, also sind ja mit dem Roller gesagt, wie gefahren und habe die ganze Zeit so die Füße einfach streifen lassen. Dann waren wir endlich bei ihr und ich dachte mir, oh, endlich, mir war so kalt, ihr wisst gar nicht, wie scheiße kalt das war. Boah, richtig ätzend und auf jeden Fall nie wieder, nie wieder, also. Nächstes Mal gehe ich einfach wieder zurück und fahre dann mit meinem Kumpel nach Hause. Einfach im Auto und so, schön warm. Und das wird mir ewig eine Lehre sein, glaube ich. Boah, das war echt. Ich glaube, es war mein kältester Tag. Oder mein. Ja, es hat sich richtig kalt angefühlt, einfach. Und ja, so schreibt mir mal euer. Oder schreibt mal euer kältestes Erlebnis in die Comments. Also, wo euch einfach nur, wo ihr dachtet, Alter, ich friere mir jetzt den Arsch ab, wo ihr dacht, jetzt geht der Arsch auf Grundeis oder was weiß ich, wo ihr einfach nur noch gefroren habt ohne Ende. Würde mich mal interessieren, was euch da so für Geschichten schon passiert sind. Und ja, dann war's das von mir. Dann sehen wir uns beim nächsten Video, würde ich sagen. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es mit einem Daumen nach oben. Das war's von mir. Haut rein. Ciao.